willkommen zum Feurigel Community Day. Kurz Ansprache machen. Es ist natürlich schon 11:01. Mal kurz hier, auch der Lukas, der hat schon das erste wieder gefangen. Pilz ist mal reingehalten. Da fliegt es noch im Beutel rum. Und ich soll ganz herzlich den Fabian Prowatzki grüßen. Also Grüße gehen raus an den Fabian. Bestes Wetter heute. Ihr seht schon, ich sehe aus wie Rotkäppchen oder Blackhood. Und ja, wir laufen mal los, denke ich mal. Heute steht wieder alles unter schlechten Sternen. Servus. Eben noch der Bob abgesagt, dem geht's nicht gut. Und jetzt, keine Ahnung, alles am Arsch wieder mal. Aber wir schauen erst mal, was der Tag so bringt. So, bis jetzt immer noch nichts Neues. Der Lukas hat einen Feuriegel gefangen als Shiny. Aber bis jetzt ging auch noch nicht wirklich was. Wir sind schnell zum Stadtwappen, haben das Despo da mitgenommen. Und das hat geruckelt und gemacht und geladen und geleiert. Und ich weiß nicht, was heute los ist. Auf jeden Fall Ziel zurück in die Stadt. Jetzt mussten wir auch das Barmelin zurücklassen am Schwimmbad. Habe ich noch nicht. Ist der erste Raid, den ich jetzt sehe, hier in Hibu von dem Ding. Aber wir haben ja keine Zeit. Deshalb weiter in die Stadt. Heute geht's um Feurigel und Shiny. Ne? Alex, hast du es jetzt verstanden? Feurigel, Shiny. Nicht Barmelin. Es ist nicht Barmelintag. Es ist Feurigeltag. Und da ist das erste Shiny mit 98 WP. Ja, ist jetzt nicht so der Bringer, na gut, aber wir tüten es trotzdem mal ein mit goldener Beere. Ganz nummer sicher gehen jetzt. 98 WP, das ist eigentlich nichts. Da waren Lukas sein sicherlich besser. Jetzt habe ich leider die Werte nicht mehr im Kopf. Aber das erste ist schon mal da, fehlen nur noch zwei. Was ist denn? Ich finde den Tag heute scheiße. Warum? Weil alles kalt ist und eklig. Ich muss zwei Handys halten. Ja, und ich muss eine kurze Hose anziehen, weil mein Gürtel kaputt war. Und deswegen haben die langen Hosen nicht mehr gehalten. Puh. Shiny! Und das zweite gleich danach mit 331. Und der? Ich hoffe, es sind 590. Nino! Na, da setzt wieder einen drauf mit 590. Gut. Das geht doch schon mal gut ab. So kann es weitergehen. Schlag auf Schlag. Jetzt müssen wir es natürlich auch wieder fangen. Goldene Beere. Jetzt flieht. Fehlt nur noch eins, da kann ich heimgehen. Nein, wir ziehen natürlich durch 3 Stunden, das muss man ja mal mitnehmen. Doppelstaub, 6-fach Staub, warum eigentlich 7,5-fach Staub? Wetterboost, 7,5-fach Staub. Wenn man Glück hat. Und 4-fache Erfahrungspunkte natürlich, deswegen hau die Eier rein, nicht nur in die Pfanne, auch ins Spiel. Und dann geht's ab. Los, bleib drin. Oder in, ja, genau. Shiny! Das dritte hintereinander. Also irgendwie so 100 Meter gelaufen und gleich 3 Stück. Das heißt, ich kann nach Hause gehen. Nein, kann ich nicht. 135, da wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr. 34%. 44%. Jetzt mach doch nicht die ganze Überraschung kaputt. Oh, Shiny. Ja? Ja. Zeig. Hat? Jetzt habe ich es nicht gesehen, die WP. 403. Wieso sind deine immer höher als meine, Mann? Ich kriege immer nur die hässlichen kleinen. Ja, aber das sieht schon gut aus. Du hast noch nichts, Robin, gell? Nein. Weitergehende gibt's nichts zu sehen. Außer den Robin, aber. Ich heute nicht, den will keiner sehen. Scheiße! Hab ich nicht. Sehr schön, da hinten geht's auch rund, also das lohnt sich schon mal. Meint ihr eigentlich, da hat jemand einen Shiny gefangen? Shiny, das vierte. Mit 565 auf jeden Fall. Das ist jetzt das höchste, glaube ich. Ade, scheiße IV. Ach, lass mich doch mit meinen IV. Die trainiere ich alle hoch irgendwann, wenn es geht. Dann haben sie alle 100. Du musst nur eins mit dem besten Level haben. Das ist 44,4, aber die Zahl sieht genauso aus wie die Shiny-Farbe. Gut, ist drin, gehen wir weiter. Also so kann es weitergehen. So, wie war das vorhin? Es fängt eh wieder jemand eins außerhalb der Reihe. Habe ich nicht begriffen, bin ja ein bisschen blöd, ne? Und der Robin hat es uns jetzt gezeigt, wie es geht. Hallo Robin! Hallo! So, was haben wir denn gekriegt? Ein Shiny Endivie! MTV! Crips, was geht ab?
Ja, so geht es natürlich auch. War bisher, glaube ich, immer so. Geht auch immer so weiter. Aber konzentriert euch mal auf die kleinen Igel, die aus Feuer bestehen. Und das nächste Shiny, der Robin, der hat da wieder mal einen Glücksgriff gehabt. Ne? Guck, zeig mal, halt's mal rein. Gut, bleibst du gerade drin. Immer so kompliziert. Ja, ich sehe nicht, warte mal, was andersrum. So. Ah, auf dem Kopf. Hui, Shiny. Normal, Shiny. Nix, Shiny. Gut. Super Vergleich. Danke, Robin. Das war's. Und da ist es, das fünfte Shiny. So kannst du. Was? Ist das auch eins? Oh, Partner-Shinies. Wow! Auf jeden Fall das fünfte mit 554, also auch eins der höchsten jetzt, die ich glaube ich da drauf habe. Oh, die Finger sind immer noch so abgefroren. Das ist heute echt ein Krampf. Und irgendwie ist die ganze Gruppe fort. Alle tot, alle weg. Bestimmt da hinten ums Leben gekommen. Da, jetzt bimmelt's. Noch genau 45 Minuten, dann ist das Teil auch schon wieder weg. Deswegen müssen wir noch mal richtig Gas geben. Es war jetzt die ganze Zeit ruhig, da ging einfach gar nichts. Also Aufgabe, wir müssen die Gruppe suchen, Shinies holen. Und dann geht's ab zum Essen. Und wo, das könnt ihr entscheiden. Shiny! Und das sechste, jetzt geht's wieder los. Wieder genau zwei, ganz knapp hintereinander. Das könnt ihr natürlich an der Uhrzeit sehen. Oh, weiter durch den Treibsand. Das nehmen wir jetzt einfach mal nur mit gelbem Ball. Oh, wenn wir es überhaupt fangen können. Einmal drehen. Es wird immer schlimmer. So ein frostiger Wind, der durch die Gassen weht, sage ich euch. Wir haben die Gruppe gefunden. Die sind am unteren Rewe. Wenn wir so in Zeitlupe laufen, dann kommen die bestimmt so hier hoch auf den Markt. Und dann sehen wir die auch wieder. Da hat der Baba noch zwei Glücksend gefunden, ne? So wird das. Der nächste Community Day kann kommen. Guthaben ist gesichert. Shiny! Und da ist es schon wieder das. Vier, fünf, sechs, siebte. In jedem siebten Ei ein Shiny. Mit 541. Da geht noch was. Noch halbe Stunde ungefähr. Da kann noch was kommen. Der Community Day ist natürlich vorbei und es ist 14.08 Uhr. Nochmal kleine Auswertung, nochmal in die Runde gefragt, wie viele Shinies jetzt jeder bekommen hat. Der Bob will nicht mit drauf, der will unerkannt bleiben. Deswegen schauen wir nochmal über die Schulter, über die Firma. Da haben wir also zwei Vollriegel bekommen. Da sind es ganze vier Stück. Pupsi hat, was ist das, vier? Ah, da hat es Muschas. Muschas gracias. Vier Stück und fünf Stück. Und Alex, ne, der ist wenigstens dope, der sitzt wenigstens hier. Der hat seinen sogar schon entwickelt zum Tornopto, hat auch zwei Stück bekommen. Der Rest von der Gruppe ist leider nicht mehr da, seitdem wir dann Sandra abgeholt haben. War irgendwie alles chaotisch, aber es war ja schon vorher chaotisch. Die Leute alle durch die Straßen gehetzt, Verbindungsprobleme, voll die Maute zwischendurch die ganze Zeit. Steckt das doch nicht da rein, jetzt muss ich das andere suchen, das muss ich doch auch noch zeigen. Da ging die ganze Zeit gar nichts, dann wieder alles Schlag auf Schlag. Und so habe ich im Endeffekt also sieben Stück bekommen auf dem Großen. Was wir natürlich auch noch entwickeln werden dann gleich. Und Mann, sind die cool. Auf jeden Fall melden wir uns gleich nochmal zurück. Müssen aber noch kurz bewerten und entwickeln. Jetzt ist ja noch eine Stunde Zeit, also bis 15 Uhr. So, der Community Day ist also vorbei, wie gesagt. Und wir werden noch kurz entwickeln. Jetzt ist es nämlich drei Viertel. Huch. Bam, genau aufs Zeichen. Jetzt ist es nämlich drei Viertel. Und damit wir die Attacke noch bekommen, schauen wir erstmal kurz bei Schillernd. Was ist das? Falsch geschrieben. Schillernd und entwickelt natürlich das höchste Shiny, was wir haben mit 565 ist das.
werden wir gleich zweimal durchentwickeln zum Tornupto. Im Endeffekt, wieder eine Straße, da ist es wieder so laut. Und das zweithöchste nehmen wir natürlich und entwickeln das zum Igelava, oder wie das heißt. Iglewa, Igel, aber, Igel, wie auch immer. Das sieht dann aber auf jeden Fall so aus, das Igelava. Man hat über 1000 Bonbons. Theoretisch könnte man also mit den ganzen Feuerriegels, die man heute gefangen hat, eine dicke Entwicklungssession machen und einfach jedes entwickeln auf zum Igelava, damit es nur 25 Bonbons braucht. Das letzte natürlich nicht, das wäre zu teuer. Aber da haben wir jetzt also das Tornupto mit 1966. Komm, wir sind mal so gut und geben dem kleinen Push, damit es wenigstens über die 2000 kommt. 2002, sehr schön. Und das zweithöchste ist also das hier mit 554. Und das machen wir jetzt einfach zum Igelava. Und dann suchen wir uns noch das beste Feuerriegel. Ich glaube, das Beste heute war ein 96er, das hat aber nur ein sehr niedriges Level gehabt. Und wir haben noch ein 98er im Beutel gehabt. 1031. Dann haben wir hier noch ein 98er. Igelava mit, hat das jetzt 15 Angriff, kannst du mit allen aufnehmen. Angriff, Verteidigung, beides 15. Und das entwickeln wir jetzt einfach zum Tornupto. 98%, 2 Werte auf 15 mit der Spezialattacke Lohe, Kanonade oder wie die heißt. Auf jeden Fall genau dasselbe wie beim Glurak. So. Können wir mal kurz auf das Level schauen. So 3 Viertel mit 1500 noch was. Ist bedeutend schlechter. Also lassen wir das in Ruhe. Eins reicht ja auch. Und das war's also für jetzt vom Community Day. Wir sind natürlich alle gespannt, was nächsten Monat kommt. Im Dezember. Weil im Januar müsste theoretisch ja dann Kanimani kommen. Und vielleicht ist ja dann auch der Iswo dabei. Der freut sich nämlich schon riesig auf Kanimani und wollte extra hierher kommen, um zusammen den Kanimani Day zu verbringen. Also bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.